Herzlich willkommen zu einer neuen Papiergeschichte. Ja, ihr Lieben, in dieser Woche sind wir ganz auf den Esel gekommen und verwenden auch das Ombre-Papier für unsere Projekte. Das hat mich ein bisschen vor Probleme gestellt, weil ich mir nämlich den Esel nicht genommen habe. Irgendwie hat er mich nicht so angesprochen. Und so das ganze kindliche Stempel war bisher auch nicht so wirklich meins. Aber die liebe Karina hat mir das komplette Stempelset abgestempelt in doppelter Ausführung und jetzt habe ich mal so ein bisschen umeinander experimentiert und muss sagen, das, was rausgekommen ist, schaut doch ganz niedlich aus. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich eine Geburtstagskarte gemacht für meinen kleinen Sohn. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Als erstes brauchen wir ein Stück Graupappe, das ist 10 x 10 cm und ein Stück Grundweiß, ganz normal 12 x 12. Und das werde ich jetzt einfach aufeinander kleben. Weil ich brauche da gleich so eine kleine Erhöhung für meinen Pinsel und die habe ich jetzt hiermit geschaffen. Jetzt werde ich mir die Ecken zuschneiden, aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen und zwar nicht ganz bis zur Graupappe schneiden, sondern ungefähr die Höhe eurer Pappe Platz lassen. Also ungefähr so hoch wie eure Pappe ist, das lasst ihr stehen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Dann braucht man ein doppelseitiges Klebeband. Wo ist der Anfang? So, jetzt werde ich einfach die Kanten schon mal ein bisschen vorbiegen. Nehmen wir jetzt einen Streifen ab und nehme mein Falzbein und lege es um und streiche es schön fest. Schön am Karton entlang arbeiten und dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. Na, komm her. Und jetzt werde ich einfach von außen nach innen, also von hier nach da fahren und diese Ecken plattrücken, die da entstanden sind. Also einfach von da, zeige ich euch nochmal, so drüber fahren. So, dann machen wir die verbliebenen zwei Seiten. Ich brauche längere Fingernägel. Wahnsinn. Zu kurz. So. Und immer schön entlang am Karton. Meiner ist jetzt, glaube ich, 2 mm stark, aber das ist, denke ich, ganz egal. So, da haben wir es auch schon. Schaut aus wie eine Leinwand. Und jetzt möchte ich diese Wiese hier gestalten. Und zwar habe ich dafür so einen Aquarellpinsel verwendet.
Und meine Stempelkissen. Hier habe ich jetzt schon mal zwei Farben reingeträufelt. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie das geht. Ich habe nämlich keine Nachfüller. Und ich nehme dann einfach so einen Acrylblock, nehme die Farbe auf und nehme hier diesen Spritzer und lasse das da reinlaufen. Und das, was dann eintrocknet, das tue ich auch nicht wegwischen, weil das kann man eh wieder aktivieren. Und schon habe ich genügend Farbe, um zu malen. Das werde ich jetzt doch tun. Ich werde jetzt einfach in alle drei Farben gehen. Und erstmal schauen, wie es wird. Also vorsichtig anfangen, kurze Striche nur. Der Pinsel spreizt sich dann so schön und dann lässt sich das wunderbar auftragen. Wenn ich jetzt eine andere Farbe mal einzeln nehme, kann ich noch mehr Akzente setzen. Und jetzt möchte ich gern von dem Dunklen noch so ein bisschen was. Kann noch mehr. Einfach ein bisschen spielen mit dem Pinsel. Wird auch jedes Mal anders. Und ich glaube, so lasse ich es auch schon. Dann kann das schon wieder weg. Dann habe ich noch ein bisschen einen Himmel aufgetragen und zwar mit diesen tollen neuen Bürstchen. Einfach da mal ein bisschen vorher auf Papier gehen und so ein paar Wolken oder wolkenfrei, dass ein bisschen Leben reinkommt. Gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht. Ja, ich glaube schon. Und dann einfach auch das wieder auswaschen. Das funktioniert super. So, dann machen wir uns zwei Löcher. Zwar nehme ich dafür einfach mal hier meine Crocodile und einfach hier oben auf beiden Seiten, wo dann hinterher die Schnur durchgeht. So, dann habe ich das Ombre-Papier benutzt, um mir da diese kleinen Fähnchen auszuschneiden, und zwar mit dieser Stanze. Und habe dann hinterher für meinen Kleinen halt die vier aufgestempelt. Meine Tochter hatte noch die Idee, vielleicht hier Happy aufzustempeln mit diesem Stempelset aus der Kreativwerkstatt. Ich glaube, da kann man auch ganz toll umeinander spielen, je nachdem, wie viele Fähnchen man da dran macht. Und jetzt schneiden wir uns mal so ein paar Fähnchen zu. So. Einfach dann, das sind 1 cm Streifen. Da schaue ich dann hinten, dass ich da ungefähr mittig bin. Und schneide mir dann einfach mal ein längeres Stück ab und biegt es einfach so um. Also da wird jetzt nichts gefalzt mit dem Falzbrett oder sonst irgendwas. Das mache ich so. Und es kann auch ruhig jedes unterschiedlich lang werden. Ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern lockert das Ganze ein wenig auf. Ihr könnt auch beide Enden verwenden, wie ihr das wünscht.
mal 5 Stück. Dann habe ich hier die weiße Kordel von der Schneckenpost verwendet und jetzt einfach nur mal geschaut, wie lang das ungefähr sein muss. Und werde dann mit der mittleren anfangen. Und klebe mir jetzt mal die Fähnchen alle hin. So, meine Fähnchen. Jetzt habe ich viele ungemusterte erwischt. Wer jetzt möchte, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Zahl aufzustempeln. Oder Buchstaben oder irgendwas. Oder andere Deko noch aufzubringen. Und jetzt brauche ich mal meine Dimensionals und werde mir den mittleren fixieren, wo ich ihn hin haben möchte. Ich sage jetzt einfach mal da. Ich finde, wenn der mal klebt, dann ist der Rest einfacher. Und den einen noch. So, den Rest kleben wir uns jetzt mit doppelseitigem Klebeband hinten fest. Jetzt brauchen wir unseren Esel. Dafür habe ich verwendet die Stamping Blends. Und zwar in Schiefergrau hell, dann diesen Farbaufheller und Himbeerrot hell. Und zwar aus einem einzigen Grund, aber das zeige ich euch jetzt. Also ich werde es jetzt erstmal hellgrau anmalen. Ich habe nämlich kein hellrosa, deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere mal was aus, ob ich mir nicht was mischen kann. Und es geht ganz gut. Also ich fahre jetzt überall ein bisschen mit dem hellen Schiefergrau her. Lass ein bisschen was frei. Dann das Dunkle, die Schattierungen.
Bauchi. Dann nehme ich den Farbaufheller und werde das da schon mal so ein bisschen vermischen. Und jetzt noch mal mit dem hellen die Übergänge weicher machen. So. Und weil ich kein Rosa habe, nehme ich jetzt das Himbeerrosa, tue mir da was auf den Block, nehme mir das mit dem Farbaufheller und vermische mir das dann so. Ich wollte gerne ein bisschen hellrosa an der Schnauze. Und weil ich eben die Farbe nicht habe, kann ich mal so mischen. Ihr müsst nur dann ganz schnell sein, das sauber machen. Weil es wird sonst hinterher schwierig. So. So schaut der schon niedlich aus, finde ich. Okay. Da kann man sich so lange spielen, dass man gar nicht mehr weiß, wann man aufhören soll. Das war früher so überhaupt nicht meins, aber ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. So, leider gibt es da keine Stanze und wir müssen mit der Hand ausschneiden. Überall da, wo ich mir jetzt einbilde, man sieht noch zu viel vom Weiß. Da gehe ich jetzt einfach am Rand nochmal her und färbe das ein. Dann können wir auch schon die Kartenbasis machen. Und zwar habe ich da eine Kartenbasis von 6x12 Inch gefalzt, 2,6 Inch, ein Aufleger aus dem Ombrepapier von 14,6x14,6. Das klebe ich jetzt einfach auf. Bin ich mal gespannt, wie euch der Esel gefällt. Ganz ehrlich, weiß ich nicht so wirklich, wem ich den zum Geburtstag schenken soll. Ob er sich da nicht irgendwie angesprochen fühlt. Wie ist es bei euch? Verschenkt ihr sowas? Oder hättet ihr da auch ein bisschen Bedenken, dass derjenige denkt, ich hätte so eine Assoziation? So, und jetzt hier. Ich finde, für Kinder passt das ja super, ne? Schaut niedlich aus, das kommt gut an. So. Dann wieder die Dimensionals und den Esel aufkleben.
Und den Spruch habe ich auch schon mal ausgestanzt. Die Stanze ist aus dem Hortensien-Set. Aus dem. Jetzt muss ich euch gleich noch was zeigen, was ich auch ganz süß finde und auch im neuen Katalog ist. Und das werde ich wahrscheinlich eher mal damit verschenken. Und zwar das Häschen. Schaut doch auch niedlich aus, oder? Also das hat es mir voll angetan. So, was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen, dass wir die Löcher verstecken. Und zwar habe ich dann auch aus dem Hortensien-Set mir diese Blüten ausgestanzt. Wo habe ich jetzt meine Dimensionals? Ach doch. So. Ich habe die einfach über die Löcher geklebt. Blüte da so ein bisschen reingedrückt. Und noch eins. Und ein bisschen versetzt die andere Blüte drauf. Und dadurch, dass das Loch drunter ist, stellen sie sich so schön auf. Dann habe ich noch diese kleinen Perlchen verwendet für die Mitte. Für die Mitte. Erwischt. Würde mich jetzt echt interessieren, ob ihr so niedlich Stempler seid oder ob das bei euch eher nicht so das ist. Aber ich glaube, der ist eh ganz gut angekommen, weil der war ja dann hinterher auch nicht mehr lieferbar, der Esel. Dann werdet ihr das wohl mögen. So. Also wer jetzt möchte, es geht sogar jetzt noch, habe ich bei meiner Karte auch getan, der kann da noch was draufstempeln, weil da hatte ich auch schon alles fertig gemacht und habe dann erst die vier aufgestempelt. Aber ich brauche jetzt keine Karten, keine zwei Karten mit einer vier, deswegen stempel ich es jetzt nicht auf. So, ich hoffe, euch hat die Karte gefallen. Also ich finde es jetzt wirklich niedlich, obwohl ich am Anfang nichts mit dem Esel habe anfangen können. Und dann bin ich gespannt auf eure Kommentare und freue mich schon aufs nächste Mal und würde mich freuen, wenn ihr uns weiter zuschaut, weil es kommen sicher noch ganz viele tolle Sachen. Bis dann, eure Tanja.